Basisenergieversorgung, wo sind wir eigentlich? Ach, hier sind wir. Aha. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Mit mir, dem die das Felix. Irgendwie, die Maus rutscht mir wieder weg. Soweit ich weiß, haben wir die Insel erfolgreich zu Ende erkundet, oder? Bin mir da gerade nicht ganz sicher. Doch, doch, die war schon ziemlich gut erkundet. Jetzt ist die Frage. Jetzt da. Ne, will ich gar nicht wissen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zurück ins Portal? Ich habe keine Ahnung, wo das Portal war. Wir sind schon eine Woche her wieder. Ja, sogar noch eine Woche her. Heute ist Dienstag. Wir gehen nochmal hier hoch. Ich habe jetzt auch meinen Grafikkartentreiber geupdatet bekommen. Jetzt sollten hier auch komische Ruckler hoffentlich nicht mehr passieren. Die vorher mal da waren. Das sieht schon geil aus. Da unten, das haben wir gesehen, ist da wahrscheinlich das Portal. Das heißt, wir müssen irgendwie da runter und dann rechts. Drücke auf Achtung, Fehler zu melden oder Feedback zu geben. Ja, wow. Brauche ich jetzt momentan nicht. Dankeschön. Und was ich nochmal machen wollte, war. Warte, jetzt komme ich da wieder raus. Ach, wir finden schon einen Weg, oder? Gucken wir einfach. Oh, hier geht's auch runter. Naja. Sieht aber nicht so aus, als ob es hier noch einen Weg hoch gäbe. Was ist das denn da? So ein schönes, was irgendwas Großes. Bei dem habe ich Angst. Ich habe Angst vor großen Sachen. War das hier einer von diesen Auftriebsdingern? Gehen wir mal schnell runter, scannen hier die Sachen und dann piesel ich mich wieder. Geht nicht. Dann halt nicht. Hier nur raus. Alles gut, ich will jetzt nur überleben. Frage ist, wie überlebe ich jetzt? Da kann man schon mal rein. Da muss ich hin. Teil dämlich jetzt, was jetzt kommt. Oh, nein, nein, das Ding hier. Boah, Alter. Boah, mach's doch nicht so. Stück dir erstmal alles weg, was er hat. Die sehen schön aus. Basis. Ja, wow, und? Toll. Basisenergieversorgung wiederhergestellt. Ja, brauche ich gerade momentan nicht, aber Dankeschön. Aber das war nicht so ein Einwegticket hier. Weil ich will jetzt nicht den ganzen Weg, wie weit ist das entfernt? 2400, das da ist 900, das geht sogar noch. Und die hier? 737? Keine Ahnung, da sind zwei übereinander. Das ist dann wahrscheinlich unsere neue Basis. Hey, die ist gar nicht mehr so weit entfernt. Wenn man sich das mal anguckt, das geht sogar noch. Wir müssen irgendwie nach oben. Da. Ich vorhin hatte aus irgendeinem Grund das Spiel die Grafik einfach runtergestellt. Also ich zeig das mal kurz. Einstellungen, Grafik, Wasserqualität. Also wo war denn das? Das war nicht bei Wasserqualität. Das war allgemein mit Details und so weiter. Kann nur mittel oder hoch. Dann lassen wir es einfach so. Das habe ich im Hauptmenü gesehen und war richtig kantig dann. Sah ganz lustig aus, wie von Widget. Es sah wirklich aus wie Widget-Wasser. Genau, hier wollte ich mal runter, aber da bin ich nicht runter, weil ich die Sachen da oben gesehen habe. Also, da oben. Ja, stimmt, wir können jetzt mal die Base bauen, ne? Jetzt haben wir ja den Mehrzweckraum, jetzt können wir da ordentlich. Wo kamen wir denn her? Das war doch hier irgendwo, oder? Ne, hier bin ich jetzt aber wieder runtergefallen, war. Wieder hoch. Was? Ich kann mit der Wand abspringen. Daraus hat sogar Assassine, der Junge hier. Hol ich mein Messer nochmal schnell raus. Wo ist denn das? Hä? Messer, komm jetzt raus hier. Da. Nein. Da. Mit dem Assassine. Kam von relativ weit oben, glaube ich. Und das ist irgendwie. Ah, hier. Oder? Und man sieht was, ich mir überlegt, solange ich noch keinen Fernstrahler habe, nehme ich mal den hier einfach raus. Boah, ja, hier kamen wir her. Genau, da war das Fenster nach unten. Fernstrahler hier, Höhlenstrahler, Baulampe, wisst schon. Oh Gott.
Oh, das war ein Nieser. Für jeden, der sich fragt, was das eventuell war. Oh. Bin leicht erkältet, ja. Warum auch immer. So auf Arbeit angesteckt worden. Das war das Beste. Hier gab es sonst nichts weiter, ne? Denn. Jabadabadu! Hier so. Also ich war heute in einem Portal dran. Es hat 3 Tage gedauert. Oh, ausgetaumelt. So, da haben wir. Jetzt nehmen wir auch gleich die Sachen mit, wenn wir schon viel Platz haben wir noch im Inventar. Ich will immer E drücken oder I. Nahrungsmäßig geht es auch noch gut. Also brauchen wir die alle hier für Portale. Wir haben 3 Stück gekriegt. Gucken wir mal. Was ist das hier? Kann man hier, was kann ich da reinziehen? Kann ich da Pilz reinziehen? Ne, auch nicht. Die Dinger hier kommen. Ah, schade. Den Gleiter. Ist ja lustig gewesen. Aber nein. Und damit haben wir auch keinen Platz mehr. Hey. Ich habe immer noch Höhensound. Hey. Komme ich hier runter? Nee. Oder komme ich hier runter? Aua. Das waren 2 Meter, die er nicht hätte ohne Schaden fallen können. Da müssen wir lang. Wir haben jetzt hier unsere provisierten Baustrahler nicht genommen. War ja hell genug. Schlitz, Schlitz. Schade. Aber die Heilige weiß, dass den Möwe tötet man ja auch nicht. Ja, auch wenn es eine Alien-Weißkopfseemöwe ist, aber es ist eine Weißkopfseemöwe. Ui. Habt ihr das gerade gesehen? Da sind gerade Fischschwärme ins Wasser gefallen. Oh, was? Okay, das habe ich nicht gesehen am Anfang. Das sieht sehr groß aus und sehr tief aus und ich glaube, hier sind Viecher. Ich putze mal kurz die Nase. Wartet mal kurz. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es gab wahrscheinlich gerade einen kleinen Cut. Warte mal, Mikrofon hier wieder richtig hinhalten. Oh. Zumindest hoffe ich, dass es einen kleinen Cut gab. Wenn nicht, wird das ziemlich eklig für euch. Also mir letztendlich egal. Oh, lol. Will ich denn hier reintauchen? Ist die Frage, aber ich sehe nicht allzu viel. Vor allem, das ist jetzt gleich irgendein riesen fettes Vieh. Vor allem, wo kommen wir, müssen wir lang? Da müssen wir lang. Okay. Wir halten uns mal ein bisschen am Rand. Ist hier was Tolles zum Scannen? Ah. Höhlenbusch. Der gute alte Höhlenbusch kennt man ja. Ach, das sind nur diese kleinen Viecher. Ja, die sind ja okay. Die können ja nichts, Gott sei Dank. Vor allem vielleicht auch noch Ärzte. Und es geht vor allem auch immer weiter runter. Und ich bin weg, D. Denn ich weiß, was das für ein Fieber. Komm hier, die. Los, raus hier. Oh Gott. Sind sie mir her gewesen? Ja, da gehe ich jetzt immer nicht mehr rein. Nicht ohne irgendwelche entsprechenden Schutzausrüstungen. Es gibt gerade irgendwann später eine Rüstung, um solche fetten Viecher zu klatschen. Anton meinte, als er die Folge gesehen hat, du Alter, du hast mega Glück gehabt, das Vieh macht richtig Schaden. Und ich vertraue mir auch in der Hinsicht. Also,
Aber nur der. Ich will nicht reiten für hier. Boah, Fleck. Geht's denn dahin? Wieder rüber auf dem schnellsten Weg. Und scheiß drauf. Hui, hui, hui. Warum flackert das da unten? Also. Wow, okay, also. Oh, da geht's nach. Erze, Erze, ha, Gras. Ja, geil, ja. Okay, und nichts mehr. Da geht's auf alle Fälle in eine Unterwasserhöhle, die uns aber jetzt erstmal im ersten Blick nicht so viel bringt. Schubt der da unten? Nee. Egal, schon los. Also ich glaube zumindest, dass dieses komische Viech war, dieser Fischkrebs, keine Ahnung. Das sah aus wie ein ja, ja, okay. Jetzt sehe ich alles, genau, ja. Okay, jetzt brauchen wir das Teil auch nicht mehr. So würde ich sagen, du kommst erstmal nach Hause. Pflanzen gegebenenfalls jetzt schon mal Sachen an, bauen da schon mal die Base aus, dementsprechend. Warte. Welcome aboard, Captain. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Krasse Sounds, ich bin weg. Gut, dass ich weg war. Oh, toller Algenwald. Achso, der spawnt jetzt gerade erstmal nach. Okay. Ich weiß nicht, gab es so kurz dann Patch für Subnautica? Da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber nicht schon wieder niesen, ey. Was ist denn heute los? Wo müssen wir hin, ist die Frage. Der da ist es, ne? Ja. Sollte eigentlich. Huch, sorry, mein Fehler. Ist einmal so ein Fahrradfahrer meine Windschutzscheibe geknallt. Eieiei. Sorry. Mein Fehler. Könnt ihr auch anfahren? Ne, will ich gar nicht versuchen. Das ist gerade ein Haus, weil das hier wäre so ein Fenster und das Teil hier, das große. Boah. Hätte ich fast zu langsam reagiert. Dachte, oh, kann ich schön geschmeidig machen. Aber das ist echt mega gut animiert. Warum soll ich in die Rettungskapsel 19? Keine Ahnung, aber es wird uns angegeben, dann fahren wir da mal hin. Wir haben noch sehr viele Datenlogs irgendwie zu lesen, die wir da gefunden haben. Macht mega Spaß mit dem Teil hier rumzutucken. Ah, wow. Rechts ist unsere Base. Oder hier ist Metallschrott. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ganz anders geworden. Nein. Rettungskapsel 19. Wow, schreck einen doch noch mehr. Was denn jetzt passiert? Irgendwann für ordentlich Schaden. Sind wir schneller als der? Scheint so.
Gefällt mir das Gebiet hier? Nein. Weil ich muss endlich mal meine Angst vor tiefen Gewässern überwinden. Das kann man hier in dem Spiel nicht weiß, aber ich warte auf irgendein richtig mega krass fettes Riesen-U-Boot, das garantiert irgendwie geben wird. Und dann werde ich mir da die ganzen tiefen Sachen da vornehmen. Weil wenn wir sterben letztendlich ist ja nicht schlimm, ne? Dann kann man ja alles. Was ist das denn? Ach, ein Sandhai. Na, der sieht ja toll aus. Der will ganz hinten Freund sein von uns. So, dann parken wir mal. Meep. Meep. What the fuck? The fuck? Oh. Und rein. Rein da, geht rein da. Was war das gerade? Ja, ne? Also warum auch nicht? Dann versuchen wir mal hier einen Mehrzweckraum anzubauen. Hier. Scannerraum, Observatorium, Mehrzweckraum. Kann ich den einfach von innen planen? Ne, leider nicht. Schade. Ups. Eh gleich alle wieder angeschissen. Ich meine nicht, das ist hier nicht weit genug entfernt. Da geht. Oh, hey, da geht auch. Da geht nicht. Aber hier geht. Machen wir den halt dahin. Machen wir jetzt einen Verbindungsweg dazwischen, oder? Wie geht das nicht? Okay, nehmen wir mal weg. Huch. Nein, nein, weg damit. Aha! Nicht bauen, cool. Die rüsten. Mehrzweckraum jetzt hier an. Warum büppt der denn nicht an? Steht das nicht? Müsste doch eigentlich, wenn ich ihn jetzt hier plane, da anbüppen, oder? Muss ich. Ist einfach nicht genug Platz. Wäre natürlich jetzt extrem scheiße. Hier büppt er an. Huch. Hier würde er es machen. Könnt ihr jetzt mal gehen? Ich versuche gerade krass zu basteln, ja. Aber hier pippt er halt nicht an. Gucken wir mal, was der Grund sein könnte dafür, für das nicht anbippen wollen. Warum bippst du nicht? Du bist einfach nur rot. Aber warum bist du rot, ist die Frage. Und hier geht es ja. Kann ich eigentlich übereinander auch bauen? Das ist ja natürlich richtig lustig. Ich jetzt einfach darauf bauen. Oh Lord, das geht? Alter, genial! Ja. Ja, eigentlich wollte ich ja da hinten bauen und hier so die schönen Wiese, sag ich mal, stehen lassen, aber okay, dann halt nicht. Braucht man für die Mehrzweckräume überhaupt? Ich drücke immer E oder I, es ist. Jetzt mal ein bisschen Platz schaffen. Hier war Bio. Ja. Das, ups. Das muss man jetzt nicht da. Korrektus. Okay, wir müssen wieder eine Kiste machen für kleine Sachen. Und große Sachen. Oder wir machen es so: Landpflanzen und Wasserpflanzen. Wasser will ich mal. Wasserpflanzen. Da oben. Landpflanzen da. So. Weg damit. Hier können wir nicht. Ist da Kommunikation. Ah, wir haben ja übrigens gleich eine Nachricht. Können wir gleich mal reingucken. Wir haben ja übrigens gleich eine Nachricht. Können wir ja gleich mal reingucken. Aha. Scheinwerfer. Was ist das denn?
eine lebende Wand. Cool. Muss man wahrscheinlich von außen anbringen, ne? Das ist dann wahrscheinlich für, wenn man an Land baut. Labortisch, Kaffeeauto, richtig wichtig. Ja, hier ist nur Dekozeug. Hier sieht es interessanter aus. Die Wand spinnt. Ich glaube, die Wand spinnt. So gut aus? Sieht so gut aus. Hey, bau doch jetzt. Was fehlt mir denn dafür? Titan. Oh, okay. Erstmal was trinken. Reinhauen. Gönn dir Essen, können wir auch nochmal eine Runde machen und gönn dir nochmal was trinken. So. Dann haben wir da hier unsere Laboratorien, die eigentlich da hin sollten. Aber na gut. Dann sieht der Scannerraum und schöner Gang. Hauptsache der schöne Gang ist da, weißt du? Ich würde da so ein Observatorium hinbauen, um da. Vielleicht können wir da oben noch ein Observatorium draufbauen. Okay, das sieht natürlich dann richtig geil aus. Oh, wenn das jetzt geht. Da ging's doch gerade. Okay, ich kann das irgendwie so komisch reinbauen, aber. Also, das kann ich da ranbauen. Andere nicht. Jetzt ist doch irgendwie. Muss ich die Teile vielleicht drehen? Wie dreht man die denn? Mit Q, W, E. Mit R für Rotate. Okay. Wie ging das doch? Aber warum das hier nicht ranbaut? Verstehe ich nicht. Vor allem hier geht das ja. Hier pippt er ja auf die Stelle runter. Ich baue da einfach nachher nochmal eine Röhre. Ich plane die jetzt schon mal. Zack. Und hier das Observatorium. Den Ding ist daran. Oder vielleicht sehe ich das auch nur noch gerade nicht. Weil er das dann automatisch macht. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Mal sozusagen Schlafplatz rein, Arbeitsplatz rein. Auch schön hell ist das hier irgendwie, oder? Ach, deswegen ist das hier schön hell. Aber gefällt mir. Vielleicht brauche ich da wirklich so ein Lampending da vorne hin. Dass es hier immer die Schlucht erhält. Einfach nur für die Optik. Kann ich das? Einfach jetzt eine Lampe machen und einen Scheinwerfer? Tatsache. Einfach hier so einen Scheinwerfer mal hinbauen. Mal gucken, wie gut er ist. Ah, ich glaube, jetzt müsste der die ganze Sache da erhellen, ja. Titan zweimal und Glas einmal, ne? Ja. Titan und Glas. Wir machen das einfach mal und gucken. Den Rest müssen wir eh noch fertig basteln. So. Der da braucht einen Titan. Der Wand spinnt. Wo wir zweimal Titan rein. Muss ich jetzt mal das hier rausschmeißen? Ja, komm. Tschüss. Zweimal Titan. Dann sollte mal der Wand spinnt hier fertig. Zack. Hä? Naja, okay. Und hier noch 1, 2, 3, 4. So. Sehr schön. Die auf einer Höhe auch. Ja, perfekt. Und hier Pflanzen Land, Pflanzen Wasser. Was war hier drin? Ich glaube, fertige Sachen. Ja, genau. Ist einfach da rein. Ja, die Kuchen können erstmal auch da rein. Das Gold kommt hier rein. Ups. Das Gold kommt hier rein. Und Titan sollte ich mal rausheben. Und wir müssen auch mal was für. Ups. Was zu essen holen. Was zu essen holen, aha. Ja, wir hören uns gleich an, was der sagen möchte. Ich kann die selber bauen. Alles klar, okay. Machen wir mal Glas. Einmal erstmal. Wir sollten uns unbedingt das Essen holen, wie gesagt. Kann ich den an ausschalten? Ist der an? Hat der Strom? Kommt nicht, oder? Dann müsste ich das sozusagen hier oben aufbauen.
Oder? Ja, das hat auch jetzt wahrscheinlich oben aufgebaut müssen. Keine Ahnung. Wir können auch hier unten sozusagen aufstellen. Oder? Wo ging das? Hier geht's überall. Okay. Dann hier vielleicht. Ich würde den gerne ein bisschen drehen. Ah, jetzt kann ich ihn drehen. Wo gingst du gerade? Hier. Da gehst du. So, vielleicht? Ich lasse den einfach mal stehen. Vielleicht funktioniert er ja irgendwann. Und jetzt gucke ich mal, ob der hier dann funktioniert gleich. Machen wir mal Glas. Ist so unnütz, was ich gerade mache, aber es ist einfach nur vor der Schönheit. Vor der Schönheit. Und wir sollten dringend was essen wollen. Ja. Danke. Jo, sieht aus, als ob der auch nicht leuchtet. Warum leuchtest du nicht? Doch, du leuchtest. Aber wohin? Hä? Mach immer auf mich oder wie? Nee, der leuchtet einmal immer rum. Was ist denn mit dem kaputt, Alter? Okay, wir warten nochmal auf Nacht. Welcome aboard, Captain. Da holen wir uns gleich noch Titan und holen wir uns aber einfach was zu essen. Wo waren diese großen Schwimmer? Da ist einer zum Beispiel, aber der ist zu klein, glaube ich. Da schwimmen keine Fische hinterher, oder? Ja. Das ist ein großer. Da schwimmen Fische hinterher. Und Fische kann man essen. Oh, begeistert bin ich aber auch nicht von der Ausbeute hier. Dann schwimmen wir halt in unser Heimatgebiet. Na, da kann man immer sehr gut fischen. Oh, hier ist auch noch einer. Ey, kannst du mal aufhören damit? Was ist denn Hurensohn? Was ist das denn? Das sind 12 Schaden gemacht. Ja, da unten waren die Fische, ich hab's gesehen, aber hinter uns ist ja so ein Arschloch. Boah, wie ist Anfall gleich wieder? Sorry. Oh, den kann ich noch gar nicht, glaube ich. Naja, dann esse ich ihn einfach. Komm her, du. Ey, komm, komm. Danke. Und dann können wir auch gleich anfangen mit dem Anbauen. Denn bei uns braucht man nicht mehr Fische jagen. Melonen habe ich, soweit ich gesehen habe, Wasser und Nahrung gebracht. Was natürlich ideal ist für uns. Nein, 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 nein. Ha, hopp, wow. Ha, daneben. Da ist noch einer. Los, ich hab doch gegenseitig. Ich muss hier jagen. Komm her, komm her, komm, komm, komm. Ja, danke. Schön, das ist unser Sauron. Und schlupp rein da. So, wieder eine kleine Pause. Ich muss mal kurz die Nase putzen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, das jetzt wieder einen kleinen Cut gehabt haben. Wenn wir zu essen machen hier. Habi, habi. Habi, habi. Habi, habi. Und was zu trinken. Aber hatten wir aber nicht allzu viel, glaube ich. Es waren nur 2 oder 3. Mal kurz gucken, wie lange die Folge schon geht. Ich rechne mal 5 Minuten dann gleich runter. So, Moment, ich guck mal jetzt kurz. Müssten 28 Minuten sein und so ungefähr, sagen wir mal, 5 Minuten rausgecuttet. Oh, wir haben mal viele von denen gefangen. Sehr gut. Irgendwann war es richtig gemacht. Tab. Und rein damit. Lecker. Lecker, lecker. Drinky, drinky. Hat der eine uns auch Wasser gegeben gehabt? Sah nicht so aus. Und raus, ja. Also müssen wir das andere schwimmen, weil das nur 4% habe ich gesehen. So unser U-Boot da. Krasser Schatten. Und jetzt sollten wir auch immer das Reparatur-Kit dabei haben. Ne, jetzt hat mir keinen Schaden gemacht, habe ich gerade gesehen.
75 ist die Energie, die wir hier noch drin haben. Ne, da will ich nicht hin. Da will ich hin. Wir können uns dann auch mal diesen Schneider da bauen. Diesen Türöffner. Ach ja, da waren die Schluchten. Stimmt ja, stimmt ja. Da war ja was. Und wir holen uns mal den Kommunikator an. Oh, sorry, mein Fehler. Und wir parken aber auf der anderen Seite diesmal. Und um zu gucken, oder wir drehen das einfach mal. Einfach nur mal zu gucken, was jetzt hier der Scheinwerfer bringt nachts. So, Kommunikatoren. Welcome aboard, Captain. Play partially translated broadcast. Nine new biological subjects designated. Mode. Hunting. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. Ja. Das heißt, wir werden jetzt gejagt in der nächsten Runde. Oder in der nächsten Folge. Oder jetzt allgemein. Wir werden gejagt. Supi. Freu mir. Nicht. Die Tarn sollte man eigentlich haben für den. Ne, haben wir nicht mehr. Ist ja gerade ausgegangen. Ja. Wow, 4% instant aus. Man geht zurück. Kann ich noch scannen? Kriegt er dann die ganzen Materialien für? Nee, schade. Da waren aber leckere Sachen drin, habe ich gesehen. Sprecht mal Snickers langsam aus, dann kommt Snickers bei raus. Ach, da war das Teil dann. Wir müssen hier auch irgendwo Titan-Sachen rumbringen, also hier Schrott, ja, Titan, dankeschön. Das war ein cooles Manöver von dir, Freundchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir bauen den Werkzeugkasten, den Mehrzweckraum wollte ich eigentlich sagen, noch aus und dann machen wir Schluss für diese Runde. Guck mal, ein bisschen rum. Oh, wo geht's denn hin? Cool. Ist echt cool hier. Ist doch geschossen, ne? Ich glaube, da war irgendwie was. Das Teil, der ballert. Da fliege ich ran, aber. Boah. Oh, wir müssen aufpassen. Sauerstoff. Boah, diese Höhlen. Was machen wir? 30 Seconds. Hm, ich weiß. Ja, ich geh mal raus. Auf dem schnellsten Weg. Der schnellste Weg war wo lang? Da lang. Oberfläche schaffen wir glaube ich nicht mehr, oder? Nach 10 Sekunden. Oxygen. Hm. Oh, das wird aber leicht knapp hier werden. Boah, puh. Ich meine, natürlich, ich habe kein Problem. Dann machen wir eine neue Batterie. Kupfer, guck mal rein hier. Und dann brauchen wir nochmal hier zwei von diesen Teilen hier. Zack, zack. Ich hätte den Fabrikator da reinbauen sollen. Ich dachte, dass ich so viele von den Sachen mache. Also viele Spinde. Batterie. Dankeschön. Yep. Dann waren hier die Sachen, die pflanzlich waren. Genau, die Sachen, die ich brauche. Können wir mal Nahrung reinpacken eigentlich? Das sind so Sachen, die wir... So Lagersachen. Ich suche jetzt mal Wrackteile. Irgendwo klatscht die ganze Zeit irgendwas gegen. Ah, dann suchen wir halt hier draußen nach Ärzten. Das ist schon eins. Das kann übrigens auch gut passieren, wenn ich mal was übersehe, ne?
Da haben wir wahrscheinlich noch Gold oder Silber drin, rein, aber nehmen wir trotzdem mit. Silber. Hoffe, die Teile spawnen nach. Metallschrott scheint ja nicht nachzuspawnen. Wir könnten aber mal da drüben nochmal schnell gucken. Vorher nicht mitnehmen konnte, weil mein Inventar zu voll war. 51 Sekunden, damit es mal auftauchen. Das heißt, das machen wir glaube ich jetzt schon. Einfach zur Sicherheit. Boah, wird mir unwohl hier zu schwimmen. Allgemein, ich bin auch kein Mensch, der so irgendwie mal, wenn die Möglichkeit hat, mehr schwimmen geht oder so. Nee. nee, muss nicht. Boah, ich habe mir nochmal vorgestellt, könnte man vielleicht mal machen, aber nee, überhaupt nicht, ey. Da würde ich eine Krise kriegen. Damit haben wir jetzt 8 Titan. Reicht aber noch nicht. Hier ist noch mehr Titan. Ist auch noch was. Können wir das scannen, dann kriegen wir noch Titan. Ich glaube, dass der Scanner keine Batterie vorkommen hat. Schön, schön. Können wir jetzt noch was scannen? Nee, hier ist ein Wasser. Nehmen wir mit. Können wir das mitnehmen? Nee. Mit Wasser an. Da können wir noch was scannen, glaube ich. Wieder ordentlich die Tat. Immer noch nach Hause. Hui, das war aber. Ja. Ne? Weil einen Raum können wir quasi schon fertig bauen, ne? Hier war gehen wir nochmal hier rauf. Jetzt hier rauf. Ja. Ich kriege euch schon fertig. 3 Titan haben wir ja. Ha, geil. Ja, der schwimmt einfach so. Nee. Wollte gerade sagen. Also hier haben wir nochmal Platz. So, jetzt einmal gleich gucken. Was haben wir denn hier? Shot. Noch mehr strukturelle Verstärkung und verhindert Wassereinbrüche. Das hört sich gut an. Hier, ne? Dann müssen wir hier noch einen Shot einbauen. Hört sich prinzipiell ganz gut an. Komm ich jetzt noch durch? Fuck. Bauen wir von der anderen Seite. Bauen erstmal hier die Titanwache. Und wir machen gleich Schluss, keine Sorge. Immer wie so ein Lehrer, der die Sachen mal überzieht. Das ist nervig. So, bauen wir da mal einen Shot rein. Das ist nämlich gar keine schlechte Idee gewesen. Wo war das Shot? Jetzt finde ich es nicht mehr. Donkey Shot, wo bist du da? Kann das drehen? Nee. Boah, Alter. Schon wieder falsche Sache hier. Ich mich halt. Naja, den will ich haben. So, ups. Nicht so. Zack, Shot. Sehr schön, dann kommen wir hier mal durch. Da können wir auch offen. Können wir auch essen lösen? Können wir auch offen lassen. Das ist praktisch, dass wir die Knöchel reinbauen können. Aber sieht hässlich aus irgendwie. Ne, jetzt geht's. Ah, hier kann man eine Leiter reinbauen, ne? 100 pro Leiter. Ja. Vor allem, welche Richtung muss ich die Leiter haben? Das ist die Frage. Jetzt drehen? Ne. Mit R vielleicht? Wie kann man denn rotieren? Oh Leute, hier kann man auch einen Seitenmesser reinbauen.
Ja, dann machen wir noch mal hier, weil hier werde ich gerade hinten nichts mehr anbauen. Hä? Achso, ich bin schon oben. Lol, oh, das ist ein Instant-Teleport in den oberen Raum dann. Muss man damit klarkommen. Mal drauf klarkommen. Ja gut. Außenbeetkasten. Gibt es da nicht so einen großen Außenbeetkasten? Kann man jetzt hier. Oh, cool. Man kann hier wirklich jetzt diese lebenden Wände einbauen. Das ist ja geil. Dann werde ich oben die Beete anbauen und da alles begrünen. Huch. Oh, Alter. Der Teleport ist einfach ridiculous. Das ist geil. Machen wir noch ein Fenster rein. Glas fehlt. Ich habe Gott sei Dank ein bisschen Kristall gesammelt. Scheinbar nicht genug. Für ein weiteres Fenster reicht es nämlich nicht. Das ist der Scheinwerfer, der hier rumleuchtet. Wirklich viel bringt er aber nicht, oder? Also cool. Und da hätte ich auch gerne noch ein Fenster, so eine Fensterfront. Wie viel Glas haben wir noch? Gar keins. Yay. Dann machen wir hier die Beete rein. Oh, das ist noch ein großes Teil. Hä? Du kannst das hier nicht reinbauen. Das ist da unten hinbauen. Kann ich hier eigentlich durchfallen? Nee, schade. Hä, warum geht das nicht? Hä, warum geht denn das nicht? Eigentlich Quatsch. Nein, 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 Tab. So, Außenbettkasten. Oder unter Wasser geeignet. Hä? Habe ich einfach nicht genug Platz in dem Teil? Innenka Ach so, außen, weil dann muss man draußen machen, lol. Na dann. Das kann jetzt hier. Doch, das kann hier platzieren, lol. Hä? Aber nur manchmal. Hier zum Beispiel ging es. Warum geht es da aber dann da nicht? Hier geht's auch. Aber hier, doch, hier geht's auch. Machen wir das mal so, wie es geht. Hier ging es. Hier. Um mal ein bisschen mittiger zu kriegen. Machen wir es so. Das einigermaßen mittig, ja. Doch, Titan kriegen wir hin, oder? Versuchen wir dann da und hier auch nochmal zu machen. So ein bisschen angehoben werden scheinbar. Und falls hängt es im Boden drin, das ist das Problem. Ich muss man jetzt nah an der Mauer bauen. Ja, glaub. Machen wir hier in die Ecken einfach diese kleinen Kübel rein. Obwohl, den kann man hier schon mal überall platzieren. Nee, doch nicht. Wo wir gerade hin kriegen. Machen wir da noch mal ein Fenster rein. Jetzt sieht ein Erdboden. Ja, komm, können wir gerade auch einige reinstellen hier. Muss auch gar nicht mal so ordentlich aussehen. Vielleicht wenn die komplett willkürlich mehr oder weniger aufgestellt sind. Da ging es ja gerade. Sogar sehr geplant aus. Wo ist eigentlich nicht wollte. Wie groß ist das Aquarium eigentlich? Boah! Oh, hier hinten ging ein Aquarium rein. Cool. Mach ich vielleicht lieber unten. Mach ich hier oben trotzdem immer nur Pflanzen, also komplett nur Pflanzen. Jetzt soll ja gar nicht aussehen wie wirklich ordentlich hingestellt, sondern einfach nur wie. Das ist gerade und hast es da schon immer hingebaut. Der Winkel ist kacke, von dem ich gucke, deswegen kann ich da nicht so gut anbauen. Oder haben
haben die einfach so einen großen Platzbedarf. Ja, klar, hier. Ich glaube wirklich, da ist irgendwie was. Komisch. Dass sie so im Boden ein bisschen stecken, versteht ihr? Deswegen nur auf diesen Erhöhungen wirklich gut Platz finden. Wir werden so viel Titan dafür brauchen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt so viel Nahrung brauchen, wie wir dann anbauen. Wartet erst, wir haben es dann aber einfach. Jemand hätte ich vielleicht. Ja. Hier nochmal normal machen. Energie. Oh, hat auch nur 9% Energie, könnte das dekonstruieren. Ja, Spinnen wären halt hier oben noch ganz gut gewesen. Dann nehme ich halt die hier nochmal weg. Mach hier zwei Spinnen daran. So. Vielleicht auch ein paar mehr. Können wir hier oben auch die Feeds reinpacken. Hier und. Ah, da ist eine zu große Lücke in der Mitte, muss ich nochmal verschieben. Und den hier jetzt. Da. Sieht auch gut aus. Ja, und damit würde ich mich dann sogar auch für diese Folge schon verabschieden. Sieht doch, aber es sieht doch echt schön aus hier. Dann so hat man hier so sein Pflanzentöpfchen, dann hat man da draußen Wasser und so, ne? Ist doch geil. Ich würde auch gerne zum Fenster gehen können, ohne hier rüber stopfen zu müssen. Nehme ich den da und den da einfach weg. Ja, so. Wenn hier zum Fenster geht, rausgucken. Gut, dann war es das für diese Folge und ich verabschiede mich dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin weg, Dave.